Bevor das Video startet, aktuell sind 99% der Leute, die diese Videos hier sehen, noch kein Abonnent dieses Kanals. Und deswegen lasst doch gerne ein Abo da, um mich zu supporten. Wir fangen an, die heutige Big Reaction Session mit einem sehr, sehr, sehr geilen Video. Auch einem recht langen Video, 26 Minuten Video. Wir starten direkt mit einem Brecher. Und zwar von Dave, die Aussetzung 7 vs. Wild Zweitversuch. Oh mein Gott, ich sehe gerade Dave. Dave hat die 1 Million Abos geknackt. Leute, G fucking G an Dave. Geisteskrank. Hat er dazu was gepostet? Ich bin gespannt. Ich bin asozial gespannt, ob 1 Million Abo-Special kommt. Aber gut, wir fackeln gar nicht lang. Ich habe schon viel zu viel geredet. Wir gehen rein in den 7 vs. Wild Zweitversuch. Ich merke auf jeden Fall, dass das nicht so einfach ist. Ich hab so Bock. Mann, Alter, ich bin so dizzy. Ich kann nicht mehr nachdenken. Das ist wirklich schlimm. Alter, und alles ist nass. Meine Güte. Also das Tarp hängt wirklich an jeder erdenklichen Stelle durch, an der man sich's vorstellen kann. Es ist übelst am Pissen. Jetzt habe ich mich selber beim Kotzen verschluckt. Ey, ich hoffe, es schaut jetzt keiner zu, der dieses Symptom hat, dass wenn jemand Brechgeräusche macht, es dann einem auch schlecht wird. Ich sehe das immer nur auf TikTok, wie Leute damit gemobbt werden. Oh. Ey Jungs, tut mir ehrlich übelst leid. Ich hatte so große Pläne, ich hatte so viel vor. Oh, und nee. Dann so endet. Man hatte nur eine Chance. Ach scheiße, ich bin dumm. Das war ja bei 7 vs. Wild selber. Das ist jetzt nicht der zweite Versuch, dass er den auch abbricht. Glaube ich. Oh mein Gott. Das ist Rückblick, natürlich schwarz-weiß. Und die ist jetzt weg. Genau vor 2 Jahren habe ich es schon einmal versucht. Doch statt nach 7 Tagen zu triumphieren, war nach einem Tag Schluss. Millionen von Menschen haben es gesehen, doch niemand wusste genau, warum ich gescheitert bin. Tief in mir drin wusste ich aber, dass ich es eigentlich kann. Klar also, dass ich mit Schweden noch eine Rechnung offen habe, die es zu begleichen gilt. Geil. Ey, auch die Produktion. Ich glaube, die Produktion ist geisteskrank von dem Video. Wenn man das schon sieht, oh, Junge, das sind Aufnahmen, Drohnenaufnahmen, die sind geil. Einfach krank. Ich sag euch, wie es ist. Ich habe mittlerweile so Bock, mir eine Drohne zu holen. Wow. Ausgesetzt in der Wildnis von Schweden kämpft ein Mann 7 Tage. Geil. Ey, ich finde es auch so wild, dass er einfach die Originalstimme als Moderation für seinen eigenen Zweitversuch hat. Gegenständen ums Überleben. Ich bin wieder da. Der erste Versuch endete für den Outdoor-Neuling schnell. Hey Jungs, tut mir ehrlich übelst leid. Spott und Häme waren ihm dadurch sicher. Doch jetzt ist er zurück an dem Ort, an dem alles begann. Die Wiedergutmachung. Keine Kamerateams. Jetzt geht's ab. Kein Kontakt zur Außenwelt. Raste aus, Mann. Vollkommene Isolation. Herzlich willkommen zu Dave's 7 vs. Wild Zweitversuch. Oh, ich hab richtig Bock. Geil. In der echten Staffel auch, habe ich natürlich ein Backup-Team bestehend aus 2 Ersthelfern samt Brot, die rund um die Uhr abrufbereit sind und mich jederzeit retten können. Und weil eine Absicherung und insbesondere medizinische Versorgung im echten Leben mindestens genauso wichtig ist, unterstützt Clark nicht nur dieses Video, sondern auch euch bei Versicherungsfragen. In Deutschland gibt es 2 Versicherungsmodelle, gesetzlich und privat. Und die gesetzliche zahlt in vielen Fällen nur einen Bruchteil, weswegen es sein kann, dass ihr mit akuten Zahnschmerzen lange im Wartezimmer sitzen müsst oder vielleicht sogar gar nicht drankommt und euch dann noch eine dicke Rechnung ein paar Tage später im Briefkasten erwartet. Ich selber bin, weil mir meine Gesundheit ziemlich wichtig ist, vor einem Jahr selber in eine private Krankenversicherung gewechselt. Clark steht euch als persönlicher digitaler Versicherungsmanager für die Beratung zur privaten Krankenversicherung zur Verfügung. Da hat jemand Geld.
Versicherung und zeigt euch auf, mit welcher Versicherung ihr Behandlungen von besten Chefärzten, kurzen Wartezeiten und Kostenübernahme ohne Kopfschmerzen erhalten könnt. Hierbei könnt ihr euch per Chat, Mail, Telefon oder sogar Videocall beraten lassen. Und wie immer gilt, mit dem Code Dave oder über diesen QR-Code erhaltet ihr durch das Hochladen drei bestehender Versicherungen bis zu 45 Euro in Form eines Shopping-Gutscheins, den ihr bei unzähligen Partnern einlösen könnt. Darunter About You, DAZN und Adidas. Ladet euch also jetzt die Clark-App runter, vereinbart einen kostenlosen Beratungstermin und schaut, dass ihr genauso wie ich in diesem Projekt und auch im echten Leben gut abgesichert seid. Vielen Dank an Clark fürs Möglichmachen dieses Videos und das kommt von ganzem Herzen. Sie unterstützen mich seit Jahren und dafür bin ich extrem dankbar und euch viel Spaß mit diesem Video. Ey, ich find's geil, wenn so Placements eingebaut werden. Nicht zu lang, kurz, knapp, bündig. Ich find, das ist ein cooles Placement, passt da gut rein und ist jetzt auch nicht so aufgezwungen, finde ich sehr geil. Feier ich echt. Das hab ich mir wirklich selber zuzuschreiben. Ein zweites Mal, Alter. Geil. Ich muss auch sagen, sorry, dass ich so viel unterbreche. Ich lass gleich ein bisschen durchlaufen. Nimm gleich die Spannung nicht raus. Ich find's aber auch geil, dass wir zwischen dem Zweitversuch und dem Erstversuch einfach Panama hatten. Panama? Doch, war Panama, richtig? Weil das jetzt nochmal so richtig geile Abwechslung ist. Einfach wieder. Das ist geil. Ich finde es so smart gemacht. Here we go again. Ellie Jella. Challenge Nummer 1 startet in 3, 2, 1, go. Leute, der macht sogar die Challenges mit. Das ist geil. Ja, ich wollte weniger unterbrechen. Sorry. Boah, Löwe. Wuhu. Na dann, Männer. Tschüsschen. Ich hab voll vergessen, dass sie ja rausschwimmen mussten. Ja gut, beim zweiten mussten sie aus dem Heli springen. Das war schon geil. Aua. Nach dem Schwimmen hätte ich schon gar keinen Bock mehr. Alter. Jeder Cutter von Dave hat seinen Schlong gesehen. Stand nicht in meinem Arbeitsvertrag. Ja. Aktaufnahmen. Das sieht schön trocken aus. Ich bin wieder da. Geil. Oh, es ist alles trocken geblieben. Alter. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr geiler Vorteil, wenn deine Klamotten jetzt einfach trocken sind und du nicht gucken musst, dass du mit nassen Klamotten direkt am ersten Tag rein startest. Das ist schon viel wert, glaube ich. Versuch Nummer 2. Die offene Rechnung, die Wiedergutmachung. Irgendwas davon. Sucht's euch aus. So, das war's. Da fährt das Team, das mich ausgesetzt hat. Das ist hoffentlich der letzte Blick auf menschlichen Kontakt für die nächsten 7 Tage. Und jetzt gehen wir den perfekten Platz für ein Shelter suchen.
Staffel 1. Geil, so ich hab richtig Bock. Optimal. Ich lasse mein Dryback erstmal stehen. Wir laufen erstmal ein bisschen hier durch und gucken. Ich hätte einen Dryback, der ist ja schön orange, hätte ich einfach mal irgendwo an einen Baum gehängt. Am Ende findet der den einfach nicht wieder. Was das hier so zu bieten hat. Ah, der alte Spot. Sind die miserablen Überbleibsel des einen Versuchs. Aber krass, das ist einfach schon 2 Jahre her, ne? Wo er genau an dieser Position war. Krank. Krank, krank, krank. Hier hängt noch irgendein Draht. Feuerstelle. Ich gehe aber davon aus, dass Leute nach mir nochmal da waren, weil so viel Feuer habe ich nicht hinterlassen. Und ich glaube, dass diese ganzen Stämme auch nicht von mir sind. Blaubeeren. Direkt zum Start. Geschmacksprobe. Schmeckt wie eh und je. Nee, ist ein bisschen sauer. Oh, das sieht aus, als hätte hier irgendjemand mal einen etwas professionelleren Shelter gebaut. Der wäre eingestürzt oder jemand hätte ihn einstürzen lassen. Wahrscheinlich bin ich hier mit am besten beraten. Wahrscheinlich viel Zeug, was mir auf den Kopf fallen könnte. Aber hier ist ja wirklich schon deutlich dichter. Ich denke, das könnte der neue Spot sein. Sachen holen, auspacken, ich meine Gegenstände zeigen, dann als allererstes das Tarp so spannen, dass es wirklich was aushält. Spot war es doch noch nicht. Ey, ich glaube, dass das Tarp auch beim ersten Versuch, dadurch, dass es so viele Probleme hatte, das wirklich auch so ein bisschen Angst gemacht hat auf die bevorstehende Nacht. Ich glaube wirklich, dass das wäre das Tarp wenigstens gut abgedeckt geworden oder hätte halt irgendwie einen gewissen Schutz geboten, dann wäre vielleicht nicht nach dem ersten Tag, sondern nach dem zweiten, dritten Tag rausgegangen. Beim Erstversuch. Kann ich mir gut vorstellen. Aber wenn es dir scheiße geht und du nicht mal weißt, dass du über Nacht irgendwie einen gewissen Schutz hast, ich sag's euch, wie ist es, dann ist das ein richtiger Bruch. Nicht? Bin nochmal weitergelaufen und hab 20 Meter weiter hier so eine Art Lichtung gefunden, aber immer noch von derselben Baumgruppe geschützt. Also in die Richtung. Ist alles ziemlich perfekt. Ist alles ziemlich dicht. Aber das schützt mich schon mal sehr gut. Diese beiden Bäume hier eignen sich ganz gut für meinen Tarp. Ja, das könnte es sein. Ich denke, die beiden Bäume werden es. Ich glaube ja, dass der Wind von dort kommt. Spanne ich hier meinen Tarp, hier meine Hängematte. Bin ziemlich dicht mittendrin. Hab die Bäume hier, die mich schützen. Ist nicht super weit zum Wasser. Vorne steht ein umgekippter Baum, aber es sieht nicht so aus, als würde der in irgendeiner Welt in meine Richtung kippen. Jetzt spanne ich als allererstes mal meinen Tarp auf und ich glaube, dann kümmere ich mich den ganzen Tag darum, Feuerholz zu holen und mich darauf vorzubereiten, dass es irgendwann anfängt zu regnen, weil es wird irgendwann regnen. So, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ich würde es feiern, hätte er dieselben identischen Gegenstände dabei. Weil dann ist es, dann wäre das auch für mich ein hundertprozentiger Zweitversuch. Aus dem Grund, dass man einfach sagt, okay, selbe Voraussetzung wie beim vorigen Mal, Ende. Ich habe mich dafür entschieden, nicht dieselben Gegenstände wie beim ersten Versuch zu nehmen. Ich okay, glaube, dann nicht. Schade. Meine Fehler haben angefangen, noch bevor ich ausgesetzt wurde. Was gleich geblieben ist, ist der Mediakoffer. Den kennt ihr alle. Wir haben GoPros, Powerbanks, Ladekabel, Akkus. Ich habe noch eine 360-Grad-Kamera mit und ich habe auch meine große Kamera dabei. Einfach, weil ich gerne ein paar hochauflösendere Aufnahmen machen wollen würde. Ist alles voll
diesen Scheiß fliegen. Ich muss möglichst schnell irgendwie ein Feuer anbekommen. Da ist alles gleich geblieben. Ich sag euch, wie es ist. Diese Fliegen würden mich schon, die würden mich, glaube ich, psychisch richtig brechen. Weil ich hasse es so hart. Medikits, ein grünes, ein schwarzes. Erster Gegenstand, und das ist auch der erste Unterschied, Paracord. Ich weiß actually nicht mehr, was er beim Erstversuch alles dabei hatte. Zweiter Gegenstand, ein Messer, ein größeres, ein besseres als letztes Mal. Okay. Eine Hängematte. Ich werde es nicht hinbekommen, ohne Erfahrung mir ein Bett zu bauen, das trocken ist, das mir vernünftigen Schlaf bietet, und deswegen habe ich mich für eine Hängematte entschieden. Schlafsack, derselbe wie das letzte Mal. Decathlon bis angeblich 0 Grad, 0 bis 5 Grad. Ich bin sehr gespannt. Okay. Ein Tarp, 3x3 Meter. Eine Säge hatte ich beim letzten Mal auch dabei, aber die... Ich dachte gerade, er hat einfach sein Portemonnaie dabei. Einfach so, falls jemand irgendwie im Wald unterwegs ist und einfach Häuser verkauft. Das ist mal eine Handkettensäge, ist kleiner, kann ich mehr Meter mitmachen. Weiß ich noch nicht, ob das schlau ist, aber ich denke, das wird mir beim Feuerholz ordentlich helfen. Und ein Feuerzeug. Wie beim letzten Mal, großes Big-Feuerzeug. Keine Faxen, ich muss nichts beweisen, was ich nicht kann. Dann hier mit Feuerstahl anzutreten, wäre falsch für meine Zwecke. So. Okay, okay. Ich wüsste jetzt auch nicht, was fehlt. Oh doch, ein Wasserfilter. Ein Wasserfilter. Sehen wir mal, ne? Der macht, glaube ich, Probleme. Dieser Stamm muss weg. Ich hoffe, ich kriege den bewegt. Ansonsten wäre es schlecht. Boah, da ist aber gut, da ist schön viel morsches Holz, damit kriegt er sein Feuer, glaube ich, ganz gut an. Der morschen Rinde und so. Ich will in meinem Traumszenario ein A-Frame-Tarp so abspannen. Hier an der Seite wird es relativ flach runtergehen, weil der Baum da an der Seite stört. Und dann die eine Seite mir hier quasi in meine offene Camp-Richtung, wo ich durch diese Seite von den Bäumen geschützt bin, dass ich die Seite so aufmachen kann, wenn ich das möchte. Das wäre so mein Traumszenario. Schauen wir mal. Ich habe mich genau wie Bommel in Staffel 1 für eine Hängematte mit Moskitonetz entschieden. Ich glaube, in Staffel 1 war das noch regelkonform. In Staffel 2 galt das dann schon als zwei Gegenstände, aber wir machen ja hier Staffel 1. True. Diese Ruhe. Ja, wie wunderbar. Es funktioniert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es hängt. Es hängt. Ich sag euch ehrlich, ich glaube, der packt das diesmal, die 7 Tage. Ich bin guter Dinge. Das Einzige, was mir ein bisschen schlechten Mut gibt, ist die Videolänge. Sage ich euch ehrlich. Ich würde fast sagen, das ist jetzt erstmal als Provisorium, sollte es jetzt anfangen zu regnen, wunderbar funktioniert. Was ich nicht gesehen habe, also schaut euch das mal an, ist doch super. Hier. Die Frage ist, wie will der da reinkommen? Schön, alles dicht, wunderbar. Von der Seite? Was ich nicht gesehen habe, bevor ich das Alter, da wird mein Fettarsch nicht so easy reinpassen. ...gestellt habe. Beim Reinschlagen von diesem Hering, hier, floriert eine... Oh, nee! Scheiße, Alter. Ah, ich hasse Ameisen so hart. Und ich hasse es, wenn irgendwas schon beim normalen Zelten ihm da überall rumkraxelt. Oh, nee. Oh, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Riesige Ameisenkultur.
die jetzt schon überall auf mir rumkrabbeln, was natürlich richtig scheiße ist. Also werde ich vermutlich früher oder später den Spot wechseln müssen, vielleicht. Vielleicht freunden wir uns auch an. Ich denke eher nicht. Jetzt Hängematte rein. Hier, Dave wird einfach in der Nacht einfach von den Ameisen weggetragen. Den Boden da vielleicht ein bisschen fertig machen. Alles aus dem Weg, was ich da nicht haben will. Und dann steht mein Setup, um den Regen zu überstehen. Dann ist das hier noch nicht wohnlich, aber dann komme ich durch den Regen. Ich kann mich eh nicht dagegen wehren. Alter, ich bin komplett... Alter, guckt euch das mal an. Oh, genau davor hätte ich... Oh, hab ich, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Allein wegen den Fliegen und den Ameisen hätte ich schon keinen Bock. Oh mein Gott. Wunderbar. Ich muss richtig hoch. So vielleicht. Aha. Aha. Alter, was für ein Segen. Also, es ist nicht perfekt. Ich liege halb im Ameisenhaufen. Hier sind übelst viele Fliegeviecher. Die Neigung meiner Hängematte ist eigentlich deutlich zu steil. Mhm. Aber ich liege erstmal nicht direkt auf dem Boden. Das gilt es jetzt für mich noch auszukleiden. Ich mache es genauso wie Bommel und lege mir hier alles an frischen Tannenästen drunter, was ich kriegen kann. Kleide mir das komplett aus, dass das möglichst einfach nicht, dass die Nässe nicht hoch durchzieht. Da habe ich genug Platz, meinen Scheiß abzulegen, links und rechts. Und kann hier schlafen. Okay, ich glaube wirklich, das ist richtig gut. Das ist richtig gut, was er bisher hat. Das ist smart. Fühlt sich jetzt schon nach einem ordentlichen Futter an. Aber das liegt man wahrscheinlich auch platt. Irgendwie so. Die vielleicht noch andersrum. Ja, das hilft zumindest schon mal dabei, nicht komplett nass zu werden. Ja, das ist wunderbar. Das ist wirklich anstrengender, als man denkt und als es aussieht. Auch wenn man im Prinzip nichts macht. Aber theoretisch, die Ameisen können ja auch nicht durch dieses Netz, durch dieses Moskitonetz. Also, wenn der es dauerhaft zulässt, dann kann da auch nicht so viel reinkraxeln. Das ist echt ganz gut. Dann scheiß auf die Dinger. Das schon an den Kräften. Wenn man auch viel drüber nachdenkt, was man, wie man es machen könnte und so weiter. Und obwohl ich jetzt so ein komplettes Standard-Setup gemacht habe, ist es einfach das erste Mal so richtig, dass man das macht. Das ist schon richtig geil. Das ist einfach wirklich Ruhe. Das kennt man gar nicht. Also selbst die Momente, die ich in Köln oder sonst wo, völlig egal, an Ruhe habe, ist nicht so ruhig. So. Das ist halt so wild, wenn du da allein bist. Weil das hatte man ja jetzt bei der dritten Staffel, die ja jetzt kommt, in den Teams, bei der Teams-Edition, da hast du ja eigentlich keine Ruhe. Da hast du immer einen, der immer reden wird, hochwahrscheinlich, oder zumindest schnarchen wird abends. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass man als in der Teams-Edition auch viel schneller durchgedreht ist. Ich bin so hyped auf die dritte Staffel. Ich habe meine Säge. Jetzt schauen wir mal, ob wir ein bisschen Feuerholz finden. Ja.
Yo, sorry. Sorry, Bruder, er hat einfach Gadget, was geistkrank ist. Alter. Durch wie Butter. Problem. Okay, der Ast sah vorhin, also sah irgendwie größer aus von weiter weg. Schauen wir mal. Jo, da vorne geht's direkt weiter. Ey, das ist halt brutal. Wunderbar. Junge, das Gadget ist so krank. Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. Aber das ist ja übel Game Changer. Ich fühle mich schon wie so ein einheimischer Baumfäller. So, meine erste Ausbeute. Boah. Er hat richtig Glück, weil er hat so richtig viel trockenes Zeug. Damit kriegt er auch easy einen Lagerfeuer an. Das ist geil. Das feiere ich. Sieht ein bisschen mager aus, aber ist wirklich schön trockenes Holz. Jawohl. Stämme, die schön trocken sind. Digga, hammergeil. Okay, zweite Position vom Tarp funktioniert. Und also ich sag dir ehrlich, Das könnte einfach auf Campingplatz, auf einem Campingplatz so stehen. Ich sag's dir, er baut sich einfach eine Villa in dem Bereich. Vor allem ist es übel smart, dadurch, dass er das hier vorne hochgehängt hat, können die Ameisen auch nicht mehr instant in seinen Tarp klettern. Das ist übel gut. Das ist jetzt eine Höhe, in der man auch vernünftig sich da irgendwie was freischaufeln kann und so. Ich habe mich gerade eben mal Probe gelegen und... Vor allem das Ding ist, was mir gerade einfällt, wenn der hier vorne in seinem Vorderbereich ein Lagerfeuer macht, nur ein kleines, dann zieht die Wärme schön oben ins Tarp, trocknet zum einen das Tarp und vor allem wärmt es auch den Schlafsack. Das ist übel wild. Und an der Seite, die Sträucher haben schon ein bisschen genervt, ich brauche noch ein bisschen mehr unter der Hängematte. Aber das ist einfach nervig, dann in so einem A-Frame mit wenig Platz zu arbeiten. So schmeiße ich die Hängematte gleich da über die Leine, habe komplett Platz und kann mir den Boden machen, kann mir alles machen und weiß jetzt auch genau. Er fängt gleich an, einfach Fliesen zu legen. Sowas. Wasseranschluss kommt gleich. Ihr kennt diese Videos, irgendwelche Leute, die sind ja alle gefaked, wo die einfach nur mit so einer Schaufel mitten im Wald einfach so Löcher graben und so Häuser bauen in den Boden, kennt jeder. Also, dass sie gefaked sind, ist ja bewiesen so. Aber das macht einfach Dave in real. Er legt gleich Wasserleitung und Stromkabel. Er lädt seine GoPro einfach auf. Er baut sich Solarpaneele aufs Dach. So wird's ablaufen. Bis wohin die Feuerstelle gehen darf. Nämlich bis hier. Schaut mal. Jo, okay. Schön in der Hängematte. Hier kommt die Sonne gerade so leicht. Einfach eine Hollywood-Schaukel. Und erwärmt das Camp. Wunderbar. Ich sag dir, wie es ist. Oder ich sag's euch. Wenn du diesen Frame hier rausrenderst, einfach dieses Bild gerade. Es könnte Real Rap so ein Anfang von einem Spiel sein. So, dein Charakter sitzt da und dann musst du Survival dir irgendwas aufbauen. In so unfassbar hoher Quali. Einfach so. Hier das neue Dings hier. Wie heißt denn jetzt? The Forest. Junge, The Forest in modern. Das wird. Irgendwie gibt's mir übel die Vibes. Sons of the Forest. Ja, wenn du Sons of the Forest in highest quality stellst. Fühlt sich wahrscheinlich genau bis zum ersten richtigen Regenschauer so heimisch an. Aber sieht halt auch sauschön aus, dort, ne? So sieht es übrigens nach hinten aus meinem Camp aus. Also genau da vorne ist mein Camp. Das hier ist quasi eine Insel. Das hier ist Moorgebiet. Oh, und scheiße. Da ist auch richtig Wasser. Also weiter als hier kann man nicht laufen.
jetzt richtig nass und moorig. Im Prinzip bin ich hier trapped. Sieht von oben und auf den ersten Blick nicht so aus, aber es ist quasi eine Insel. Je nachdem, wie der Wasserstand ist, wurde mir gestern auch noch gesagt, kann man hier drüber laufen oder kann man nicht drüber laufen, aber momentan ist scheinbar sehr hoher Wasserstand. Dann sieht das hier so aus. Ich hätte einfach so hart Angst davor, dass ich da drin stecken bleibe und einfach versinke. Ich glaube, ich Dumbus würde da drüber marschieren und einfach versinken. Ich wäre so nach einem Tag einfach tot. Einfach weg. Ich wäre einfach nicht mal tot, ich wäre einfach verschwunden. Ja, aber ich habe ja hier alles, was ich brauche. Also keinen Grund, über diese Grenzen hinweg zu gehen. Letzte GoPro-Aufnahme, ich laufe einfach und dive da so rein. Oder so zu finden. Und ja, ich würde auch das sofort wieder tun, Pilze essen. Ich glaube nämlich nicht, dass das zu meinem Ausscheiden in Staffel 1 geführt hat. Da können wir in den nächsten Tagen aber auch nochmal in Ruhe drüber reden. Aber bisher habe ich keinen einzigen Pilz gesehen. Ist auch nicht weiter schlimm, weil bis dato habe ich keinen Hunger. Also ich nehme hier und da mal so eine kleine Blaubeere mit. Nach wie vor sind die überall. Schmecken wunderbar. Aber richtigen Hunger habe ich nicht. Aber das erklärt auch, warum da so viele Fliegen und den ganzen Scheiß sind. Beim Moorgebiet lieben diese Stechmücken und so Moskitos. Die lieben so Moorgebiet und er pennt einfach nebendran. Das ist halt auch ein Kackspot, sage ich dir, wie es ist. Für so eine kleine Aufmunterung sind die schon echt gut. Verrückt. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber diese Dinger hier kann man scheinbar auch essen. Maispitzen sind tatsächlich essbar, wie der Name allerdings impliziert, sind Tannen- und Fichtentriebe nur von April bis Juni genießbar. Ja, und wann hat er es gemacht? Ende des Jahres irgendwann. Ja, perfekt. Guckt euch das an. Sieht aus wie zwei Welten. Die Sonne und der Untergang. Wild. Geil. Nicht wundern. Ihr seht die ganze Zeit einen zweiten Dryback. In dem zweiten Dryback ist diese Kamera, Stative, Linsen und so weiter, weil ich es mir nicht entgehen lassen wollte, hier auch noch ein paar vernünftige Aufnahmen mitzunehmen. Also wenn ihr euch wundert, wo die Aufnahmen herkommen, hier und aus diesem Dryback. Finde ich nice, dass es wenigstens dazu sagt, weil 100% kommen Leute, die nicht mal bis hierhin dieses Video gesehen haben, kommentieren schon wieder, du hast irgendein Kamerateam dabei, da sind Flugaufnahmen, du hast eine Drohne dabei. Junge, das ist immer so, die Leute, da gibt's immer so gefühlte 5-6 Leute, die innerhalb der ersten Stunde schon anfangen rumzutoxen bei so Sachen. Das ist bei jedem Survival-Ding so. Sobald einmal eine gute Aufnahme kommt, die nicht aus einem Toaster stammt. Oh mein Gott, du hast eine Kamera mit. Wahrscheinlich danach noch was gegessen, schön. Ich liebe, muss ich sagen, diese Survival-Action, diese Survival-Bubble auf YouTube liebe ich. Ich selber könnte es nicht, deswegen gucke ich es mir gerne an. Aber die Kommentar-Section, vor allem so bei so aufwendigen Sachen, bei Fritz Meinecke generell zum Beispiel, auch wo die über Madeira gelaufen sind und so. Bei jedem Ding, wenn du da die ersten Kommentare liest nach einem Release, 90% nur Müll. Es ist brutal, wie Leute sich die Mühe machen, nur um Scheiße zu schreiben, nur weil sie selber, keine Ahnung, zu Hause mit Chips in ihrem Zimmer sitzen und kurz davor sind, keine Ahnung, die nächste Runde Fortnite zu spielen. Sowas finde ich richtig belastend. Alter, habt ihr das gehört? Ich glaube, ich war ein bisschen zu spät, aber es hat krank gedonnert. Also, ich dachte, man hört ein Uhu. Auf Safety mal alle. Boah, mein Puls ist direkt übelst hochgegangen. Da hinten. Hier. Wunderbar. Hier richtig dunkel. Man sieht da hinten richtig, wie es am Regnen ist. Kannst genau sehen. Boah, geil. Da ist wieder klarer Sonnenschein.
trinken. Guck mal hier, was hier für Wellengang ist. Krass. Aber es fühlt sich so an, als würde es in unsere Richtung kommen. Ich trinke was und dann geht es wieder zurück ins Camp. Ich weiß nicht, ich sag euch ehrlich, ich hätte halt diesen Wasserfilter mitgenommen. Ich hätte den Wasserfilter mitgenommen und an seiner Stelle auf was hätte ich geschissen? Wahrscheinlich auf die Säge. Und ich hätte halt viel versucht, mit meinem Gewicht zu machen, so. Das klingt so weird. Aber halt Äste nicht zu sägen, sondern so auf den Stein zu werfen und so mit meinem Bauch da drauf zu hüpfen, beziehungsweise mit meinen Beinen, dass die brechen. Trinkt ihr jetzt Salzwasser? Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Ich denke, dass es Salzwasser ist. Aber er hat keinen Wasserfilter dabei. Das. Es kommt, wie es kommt. Das ist Mutter Natur und ich kann nichts dagegen tun. Es wäre übel smart. Ich weiß nicht, dürfte er sein, sein Packsack, oder wie der auch immer der heißt, dürfte er den offen an irgendeinem Baum hängen oder so, oder hinstellen, um Regenwasser aufzufangen? Ja, dass es geht, weiß ich, aber ob es erlaubt ist mit dem Packsack. Weil dann hat er ja hier Wasserauffang. Übrigens Content. Ja. Und dann hier wieder Love Content. Absolute Idylle. Digga, guckt euch das mal an. Das ist halt krass. Ich spanne einfach mal ab auf Safety. Da kann ich einfach reingehen. Muss mir keinen Stress machen. Kannst die Tür hinter dir zumachen und dann bleibt der Regen drauf. Für meinen Geschmack. Ziemlich okay gespannt aus. Also klar, es ist nicht perfekt, aber es ist okay. Die bleiben stehen. Paracord bleibt da dran. Hier. Dann kann ich morgen, wenn ich will, das Ding einfach wieder aufspannen. Mein Holz ist im Trockenen. Nicht alles, aber der Großteil. Der Donner kann mir nichts. Jo. Fick genau dich, Donner. Leck mich doch am Sack. Du Arschloch, kannst mir gar nichts. Du bist nur Gottes Kack. Ich hoffe, es kennt jemand, sonst habe ich mich gerade böse zum Affen gemacht. Aber es ist mir egal. In diesem Moment geht's los. Ich verdrück mich rein. Es geht los. Oh, das gibt einen Regenbogen. Ich bringe alles in Sicherheit. Pack einen neuen Akku in die GoPro. Dann geht's ab. Boah, Alter, es kommt aber wirklich was runter. Ich liege in der Hängematte und das nicht mehr, weil es regnet, sondern einfach, weil diese Viecher wieder da sind. Ich glaube, jeden Morgen und jeden Abend, wenn es so dämmerungsmäßig ist und es fuckt so ab. Also entweder ich mache ein Feuer oder ich bleibe hier liegen, aber ich glaube, für heute bleibe ich hier liegen. Müll. Das haben wir jetzt davon. Ah, jetzt liege ich hier im Decathlon-Schlafsack. Ist eigentlich noch relativ hell draußen. Ich habe leider zero Ahnung, wie viel Uhr es ist, aber scheinbar ist der Tag unendlich. Also wirklich, der Tag fühlt sich an, als würde er nicht zu Ende gehen. Ich hätte vor 5 Stunden pennen gehen können, hab's nicht gemacht, weil ich die Nacht irgendwie rumbekommen will. Ich habe das ja schon mal gesagt, die Nacht ist so das eine Ding, vor dem ich mich wirklich fürchte. Ich glaube nicht, dass ich mich verletze. Ich gehe jetzt bestimmt nicht perfekt mit allen Sachen um, aber ganz, ganz dumm stelle ich mich in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht an. Und der Tag hört nicht auf. Aber man merkt schon, dass es jetzt in Richtung Abend und Dämmerung geht. Aber wir sind lange, lange noch nicht an dem Punkt, wo es wirklich dunkel ist. Oh, weia. Es wird nur schlimmer. Ich bin sehr gespannt, was da aus der Nacht wird. Es ist immer noch hell.
Und ich liege schon wirklich, wirklich, wirklich lang rum. Ach, mal sehen. Aber hier ist so gute Luft, vielleicht wache ich auch morgen auf und mir geht's besser denn je. Junge, er macht einfach Social Media Detox. Er macht meine Taktik, er schläft nur. Er liegt. Er schläft ja nicht mehr, er liegt ja nur. Noch viel langweiliger. Ey, vor allem, ich finde es ganz schlimm, wenn du im Sommer in deinem Bett liegst, schwitzt und dann da drin zu liegen. Ich finde das so ekelhaft. Und er wird wahrscheinlich so dick, wie er eingepackt ist, schwitzen. Und dann noch überall dieses Gummi und Plastik von der Polyester, von der Matratze und so. Er wird einfach in seinem eigenen Schweiß liegen. Ich finde es so räudig. Ey, ich bin einfach nicht der Mensch für sowas, sag ich dir. Wie ist es? Das wäre so eine Qual. Du liegst da drin wie so ein Lachs einfach. So widerlich. Und dann liegt er da einfach so, keine Ahnung, so 5 Stunden. Oh, ekelhaft. Es ist Zeit, in eine hoffentlich ereignislose Nacht zu starten. Ich werde jetzt in diesem Moment versuchen zu schlafen. Es ist wieder unheimlich viel Zeit vergangen, aber es tut sich nichts. Gute Nacht. Ich hoffe, wir sehen uns morgen früh und damit erst in Folge 2 wieder. Holy shit, das war die erste Folge. Wild! Geil! Ey, ich dachte for real, oh mein Gott, heißt ja auch die Aussetzung. Ich sag euch, wie es ist, ich dachte for real, dieser komplette Zweitversuch wäre ein Video. Aber erklärt, warum es in Anführungszeichen nur 26 Minuten sind. Ey, geil, wir werden uns auf jeden Fall die anderen Teile auch noch reinziehen. Da habe ich Bock drauf, sobald die draußen sind. Aber der Teil kam erst vor 2 Tagen, der erste. Ich schätze, die kommen jetzt auch wöchentlich. Und ja, Dave, nochmal alles Gute zu den 1 Million Abos. Wenn es einer verdient hat, dann Dave. Wie hat Tim Gabel gesagt, der deutsche Mr. Beast einfach.